Innenstadt von Frankfurt auf dem Rossmarkt. Was wir heute unter dem Titel Nehmen wir uns die Stadt, informieren wir uns, diskutieren wir, debattieren wir gestellt haben. Bevor ich mit dem ersten Podium Occupy Democracy anfasse, was sicherlich ein sehr angemessener Anfang heute ist, möchte ich ein paar Sachen zu dem gesamten Tag sagen. Wir sind hier mitten in der Innenstadt von Frankfurt unter der Deutschen Bank oder dem Zeichen der Deutschen Bank und vor den ganzen Banktowern mit einem attraktiven Programm, mit internationalen Gästen, mit entschiedener Absicht. Nach den Aktionstagen im Mai war klar, Blockupy Frankfurt war ein Anfang. Es war nur ein Anfang, wir sind wieder da. Wir nehmen nicht hin, dass unser Protest, unsere öffentlichen Assembleas, unsere Demos in selbstgewählten Formen, unsere selbstgewählten Aktionsformen, der Widerstand gegen das autoritäre Krisenmanagement verboten und unterdrückt wird. Wir nehmen auch nicht hin, dass unsere Inhalte, die Kritik am Kapitalismus, an real existierender Demokratie, an Schuldenmanagement und autoritärer Wende, wie auch unsere Suche nach Alternativen, nach einem anderen internationalistischen Europa von unten, verboten und unterdrückt werden. Deswegen sind wir hier und wollen heute ein Teil der für Mai schon geplanten Veranstaltungen, die alle verboten wurden, nachholen. Nehmen wir uns die Stadt, Take the Square, das war eins der Mottos, die wir im Mai hatten. Und auch dieses Mal wollte die Stadt uns wieder einen Strich durch die Rechnung machen, als sie meinte, unsere Versammlung, unsere Diskussion stehen nicht unter dem Schutz der Versammlungsfreiheit. Wir mussten verhandeln und nur über eine Sondernutzung konnten wir dieses Zelt aufstellen. Wir fallen also nicht unter das Versammlungsrecht. Aber wir sind trotzdem froh, dass wir dieses Verhandlungsergebnis haben, dass ihr alle hier seid, dass wir miteinander heute diskutieren können und morgen beraten können, wie wir den Widerstand, den europäischen Widerstand gegen das Krisenmanagement im Jahr 2013, 2014, 2015 weitertragen und entwickeln können. Ich will jetzt heute kurz noch was zu dem ganzen Tag sagen, bevor wir dann ein paar organisatorische Dinge, bevor wir dann zu unserem Occupy Democracy Podium kommen. Wir haben heute drei attraktive Veranstaltungen. Die erste ist jetzt Occupy Democracy, die geht bis 2. Dann ist vom Bündnis die nächste Veranstaltung um 15 Uhr vom Spardiktat zur Rückgewinnung des Öffentlichen und von 18 bis 20 Uhr Wege aus der Krise in Europa. Dazwischen gibt es von 14 bis 15 Uhr noch eine Buchvorstellung, die, das müssen die Organisatoren sagen, entweder hier oder mit Stühlen draußen stattfinden. Ab 20 Uhr gibt es hier Musik. Keine Band spielt, sondern Musik wird eingespielt, dass wir hier gemütlich noch weiter in anderen Rahmen reden können, miteinander beraten können, gemütlich sitzen können. Und ab 22, 23, 24 Uhr könnt ihr selber, ich weiß nicht, wo die Frankfurter sind, die das ankündigen können, gibt es hier diverse Partys, Konzerte, wo ihr euch in anderer Form vergnügen könnt. Miteinander über die Veranstaltung mit den Referenten und Referentinnen miteinander, mit anderen reden könnt, euch draußen informieren könnt. Draußen gibt es Stände, ihr könnt auch Bänke gegebenenfalls mit rausnehmen, wenn ihr sie hinterher wieder reinbringt. Wir würden euch nur bitten, wir halten unsere Köpfe dafür hin, dass ihr dafür auch Sorge tragt. Macht es euch gemütlich, machen wir es uns gemütlich, nehmen wir uns die Stadt für Diskussionen und Informationen. Nun aber zu Occupy Democracy. Wir glauben als Bündnis, das ist ein angemessener Beginn für diese Reihe von 3, 4 Veranstaltungen nach der Verbotsorgie, dem Ausnahmezustand im Mai. Aber auch, wenn wir uns angucken,
was mit Fiskalpakt, europäischer Stabilisierungsmechanismen, mit Absätzen von Regierungen sozusagen als Entdemokratisierung bezeichnet werden muss. We are the 99%, wir sind die 99%. Real Democracy Now, Demokratie real, ja, wirkliche Demokratie jetzt. So schallt es in den letzten anderthalb, zwei Jahren tausendfach in Straßen und Städten und auf den Plätzen in den USA, in Südeuropa, in Kanada und vielen anderen Orten. Mit diesen Begriffen bekamen Wut und Empörung über die ungleiche Verteilung von Reichtum, die ungleiche Verteilung der Krisenlasten und Besteuerung sowie die mangelnde Repräsentanz der Interessen der Unteren in Staat und Parteien eine deutliche Sprache. Zehn- und Hunderttausende zogen auf die zentralen Plätze der Städte und sie blieben. Dort wurde Demokratie lebendig, gemeinsam wurden neue Formen des Miteinanderredens, der Kommunikations-, der Entscheidungsfindung erprobt. Gemeinsam setzten sich die Indignados, die Empörten, gegen die polizeiliche Repression zur Wehr, gegen die Demokratisierung und die Vertreibung aus dem öffentlichen Raum, aus dem politischen. Der europäische Stabilisierungsmechanismus und der Fiskalpakt treiben auf verschiedenen Ebenen die Entdemokratisierung voran. Auch darauf reagieren die sozialen Bewegungen, da Einflussmöglichkeiten der nationalen Parlamente massiv eingeschränkt werden, unter vermeintlich finanzpolitischen Sachzwängen Entscheidungen durch die Parlamente gepeitscht, gewählte Regierungen gegebenenfalls abgesetzt werden. Rot-Troika-Regierungen eingesetzt, die sozusagen zusammen mit der Troika Entscheidungen durchfechten. Dies ist ein Schlag gegen das Grundverständnis von sogar parlamentarischer Demokratie, demzufolge die Entscheidung über die Haushalte das zentrale Recht des Parlaments ist. Und auch die Verschärfung der gesellschaftlichen Ungleichheit, die immer geringere Teilhabe vieler an gesellschaftlichem Reichtum, an Kultur, Erholung, Freizeit, an Bildung, an nachhaltige Infrastruktur unterminieren die Demokratie. Dagegen gibt es Proteste und gibt es schon immer Proteste. Also nicht nur dagegen, sondern das ist sozusagen Konstituenz von Gesellschaft. Selten werden unmittelbare Verbesserungen durch Proteste erzeugt und dennoch verändern und können starke Proteste Konstellationen verändern. Doch gegenwärtig scheint es, dass diese Proteste ignoriert, ausgesessen oder unterdrückt werden, egal wie groß die Proteste sind. Da spreche ich natürlich jetzt nicht von Deutschland. Vorherrschend ist die staatliche Unterdrückung von Kritik, die Polizeibrutalität in Griechenland, Spanien und anderswo, Versammlungsverbote in Kanada oder hier im Mai und um Blockupy zeigen, Bürgerrecht und Demokratie sind in Gefahr. Wir fragen uns, sind es Anfänge einer neuen Herrschaftsstrategie oder zeigt sich in der Inflexibilität der Herrschenden Momente von Brüchen, von Rissen, weil sie eben nicht mehr flexibel reagieren können? Ist das eigentlich neu? Wie finden wir Strategien gegen diese Politik? Wie können die neuen lebendigen Ansätze der sozialen Bewegung mit der Demokratisierung von Wirtschaft, des öffentlichen, des gesellschaftlichen Reichtums verbunden werden? Wie kommen wir aus der Zone der Bedeutungslosigkeit und stärken damit die wirkliche Demokratie, Handlungsfähigkeit, emanzipatorische Handlungsfähigkeit, widerspenstige Handlungsfähigkeit, werden hier machtvoll? Um diese Fragen zu diskutieren, die wir sicherlich nicht abschließend diskutieren werden, haben wir ein sehr kompetentes und gemischtes Podium, hier und heute diesen Fragen eben auf den Grund zu gehen. Ich stelle euch jetzt das Podium vor, ganz links von mir, sitzt Alex Dimirovic, Professor für Politikwissenschaft aus Frankfurt und jetzt in Berlin und Wien. Er ist Theoretiker. Theoretiker von Demokratie, den Grenzen liberaler Demokratie und ein Verfechter von Radikaldemokratie und von dem, was man Demokratisierung von Wirtschaft oder einer Theorie des Verhältnisses von Demokratie und Wirtschaft bezeichnen kann.
Rechts neben mir sitzt Elke Stesen. Sie arbeitet im und für das Komitee für Grundrechte und Demokratie. Das Grundrechtekomitee hat im Mai als erste nicht zum Blockupy-Bündnis gehörende Organisation das gesamte Versammlungsverbot kritisiert und eine Unterschriftensammlung sozusagen gestartet, um andere Organisationen zum Protest zu kriegen. Selbst dann eine Versammlung für das Recht auf Versammlungsfreiheit angemeldet, die dann auch verboten wurde und hat vor 10 Tagen juristisch Recht gesprochen gekriegt, also das Verbot der Versammlung war rechtswidrig. Aitor Girona ist aktiv in Barcelona in der Bewegung bis 15. Mai. Die Bewegung begann am 15. Mai letzten Jahres in der Besetzung der öffentlichen Plätze in Spanien. Angefangen hat in Madrid an der Puerta del Sol und sprang dann sozusagen über ganz Spanien über. Die Indignados, Empörten, haben starken Zulauf gehabt, waren sehr attraktiv, also haben einen politischen Moment erwischt, in der sie sozusagen der Wut und Empörung eine neue Stimme und auch eine neue Form der Repräsentation in Assembleas geben konnten. Janis Bodnos ist Leiter der internationalen Abteilung Sekretariat von Syriza, verantwortlich dafür Europa und Mitglied in der EL, in der Europäischen Linken. Syriza repräsentiert vielleicht so etwas wie eine Partei, hoffentlich eines neuen Typus, die sowohl versucht, einige der politischen linken Kräfte in Griechenland zu bündeln und politische Initiativen zu entwickeln, als auch außerhalb des traditionellen politischen kaputten Systems seine Aufgabe sieht. Gestern zum Beispiel hat Janis uns ausführlich erzählt, wie wichtig zum Beispiel Syriza die Stadtteilarbeit sieht. Janis wird uns genauer über Möglichkeit von Demokratie, Handlungsmacht erzählen unter den Bedingungen, in denen in Griechenland gerade Politik gemacht werden muss. Sibylle Baschung ist Chefdramaturgin des Frankfurter Schauspielhauses seit Anfang dieses Jahres. Und das Schauspielhaus hat sich ja insofern an Blockupy beteiligt, versucht zu beteiligen, indem sie eine Veranstaltung mit David Graeber angeboten haben oder aufgenommen haben und dann aufgrund der starken Polizeirepression, der Absperrung die Veranstaltung abgesagt hat. Das hat auch Kontroversen ausgelöst. Sibylle Baschung wird uns zur Bedeutung von Kunst und Kultur und kulturellen Institutionen, Verhältnis zu Demokratie und Politik was erzählen. Die Idee jetzt ist in 2 Runden, also wir haben keine langen Vorträge, auch wenn ihr das jetzt wahrscheinlich denkt, weil ich schon so lange geredet habe, gibt eine Runde jeweils von 5 bis 7 Minuten. Die erste Runde soll eher nochmal den Status quo von Demokratie und Grenzen liberaler Demokratie, die Möglichkeiten erörtern unter den jetzigen Bedingungen aus den jeweiligen Perspektiven. In der zweiten Runde soll es dann genauer um Perspektiven, Eingriffspunkte, Interventionsmöglichkeiten und Anschlussprojekte gehen. Alex, das, was wir als Krisenmanagement gerade erleben, wird ja zu Recht als neuer Autoritarismus oder autoritäre Wende verstanden, als ein Prozess der Entdemokratisierung von Entscheidungsverfahren, als Entmachtung der Parlamente. Zeitdruck und vermeintlicher Sachzwang löst mittlerweile fast alles aus dem Politischen. Es erscheint gar nicht mehr als Politisches, als Verhandelbares. Man kann sich natürlich auch fragen, ob wir es hier mit einer Neuformulierung von Kapitalismus zu tun haben. Was bedeutet es für Demokratie, sogar für die real existierende liberale Demokratie, wie wir sie kennen seit Jahrzehnten? Wie ist das Verhältnis von Ökonomie und Politik zu denken und anders zu denken? Und wie kann man sich sowas wie Wirtschaftsdemokratie, Demokratisierung von Wirtschaft vorstellen?